Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Montag, Montag, den 1. sag ich schon. Es ist ja gar nicht Montag, der 1. Es ist Freitag, der 1. Freitag, der 1. 4. Kein Witztag, kein Scherztag. Unser DAX hat ein bisschen zu tun, ja, hat seine Latte gerissen. Unten raus das getan, wo wir gesagt haben, da muss er wirklich aufpassen, weil er sich sonst nach unten eben antriggert. Also, wir haben ja im Tageschart uns angeguckt und drüber gesprochen. Bearish Engulfing von so einer wichtigen Stelle weg. Hat man gesagt, wenn er da jetzt auch noch unter das Tief drunter segelt und tiefere Tiefs auch einstellt als der, na was war's, Mittwoch, dass er dann durchaus noch sich einfach so eine Druckkraft entfalten kann, weil ja hier ein gewisses Überraschungsmomentum mehr freigesetzt worden ist oder ist, Leute auf der Short-Seite ausgestoppt worden, Leute vielleicht long eingestiegen sind, weil das so ein dynamischer Anstieg war, der dann ausgekontert wurde, recht überraschend, rumpelnd auch mit dem Gap halt, ne, was dann offen geblieben ist, so fängt es ja auch relativ oft an. Bearish Engulfing fertig gemacht und deswegen hat man gesagt, muss er ein bisschen aufpassen, wenn er da unter 5, was haben wir gesagt, 5,30, 5,40 drunter kippt, dass er dann eben im Zweifel sogar bis komplett wieder runter rasiert wird, ne, bis auf die 300, 270. Und nun ist er noch nicht ganz raus hier, 2 Minuten hat er jetzt noch, aber scheint da jetzt auch wirklich noch dann das fertig zu machen, jetzt auf die letzten Minuten hier noch ins Ziel reinzulaufen, die 300 und 270 noch anzulaufen. Ich finde, der ist auch recht tückisch gefallen, so, ne, man hat es so gar nicht so richtig mitgekriegt, wenn er jetzt nicht unbedingt einen Trade drin gehabt hat, so richtig was angeboten hat sich kaum halt. Ne? Dass man gesagt hat, okay, jetzt hier irgendwie, das sieht gerade gut aus, da ist ein schöner Schwung drin, schöner Rücklauf oder irgendwie, der ist einfach runtergepurzelt, so Stück für Stück für Stück für Stück für Stück. Ja, jetzt ist er auf einmal da. Aber genau das ist das, was wir gestern gesagt hatten, ne? Dass man ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht auf einmal plötzlich irgendwie 500.000 Punkte tiefer steht und man, also 500 bis 1000 Punkte tiefer steht. Und man dann erst realisiert, dass der da oben umgedreht ist halt, ne? So, und der hat hier weiter gut Zug drauf, erreicht jetzt hier einen wichtigen Bereich in der 372. Das gibt nochmal eine Möglichkeit aufzudrehen, aber er hat auch vom Vortag eine gute Möglichkeit aufzudrehen gehabt. Und er ist auch gut reingekommen halt, ne? Also hier oben 650, 37, das sind super Ziele gewesen, aber die 37 war dann schon Schluss halt, ne? Also der hat gleich das erstbeste Ziel nach Überwinden der 650 angelaufen. Und von dort ging es dann wirklich Stunde für Stunde für Stunde, ist alles rot halt, ne? Also es ist komplett einmal nach unten abgesegelt worden und die ganzen Wochengewinne, die wir bisher hatten, die sind jetzt weg. Die Wochenkerze ist jetzt rot. Die Monatskerze ist auch nochmal rot geworden. Also da hat er sich wirklich die letzten zwei Tage hier nochmal richtig ins Zeug geschmissen, um das andersseitig auszukontern. Und hier muss man auch wirklich langsam wirklich richtig aufpassen, weil sich natürlich nach unten dann richtig Falltiefe frei macht. Ne? Das ist das, was wir ein bisschen angedeutet haben, dass man da wirklich aufpassen sollte, dass man das nicht verpennt. Erste nächste Anlaufstelle wäre dann tatsächlich so im Bereich um 14,50 bis 13,90. Da haben wir hier ja noch das offene Gap, wir haben das mittlere Bollinger Band. Das heißt, sehen wir unserem DAX auch zum Freitag jetzt in der recht schlechten Verfassung unter 14.300 weiter abtrudeln. Erstmal davon ausgehen, dass er das genauso macht wie die letzten beiden Tage und jetzt hier nach unten auch weiter durchrutscht. Also auch 300 Punkte, 350 Punkte jetzt hier durchzuziehen, das hat ihn jetzt keinen Tag gehindert oder gestört. Das hat er alle beiden Tage hingekriegt. Deswegen würde ich das auch als realistisch einstufen, hier weiterzumachen. Insbesondere wenn vielleicht ein Abwärtskipp kommt, 100, 300 sich drückt und weiter runter segelt. Also auf jeden Fall. Deutlich eingedreht. Wie gesagt, hat hier ja einen Fehlausbruch gemacht aus diesem Abwärtstrend, der hier über die Hochs gezogen ist. Den sieht man auch im 2-Stunden-Chart nochmal. Ne? Da haben wir das ein bisschen deutlicher gehabt. Da hatte, glaube ich, auch jemand einen Kommentar gemacht, ne? Dass der Trend ja gar nicht richtig wäre. Hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Das ist auch der Ausbruchsversuch gewesen. Das hat man hier sehr deutlich gesehen. Deswegen hat man ja auch hier unsere Reaktion erwartet, weil das eben der Abwärtstrend ist. Und das hat er nicht erhalten. Ja? Und das ist jetzt quasi der dritte Anlauf nochmal gewesen. Sollte er sich jetzt hier nochmal motiviert kriegen zum Freitag und wirklich mal kontern, mal richtig, richtig Stärke zeigen. Das haben wir jetzt die letzten beiden Tage eigentlich nicht gesehen, tagsüber. Das ist sehr dürftig gewesen, was da immer wieder zurückkam. Und jetzt wirklich zum Freitag nochmal Stärke zeigen. Hätte er natürlich schon noch gute Karten, da auch sogar nochmal einen Ausbruch hinzukriegen und hier noch ein paar Meter oben rauszulegen. Aber ich finde, er ist jetzt schon deutlich weiter, als ich das in der ersten Reaktion so erwartet hätte. Ich hätte schon gedacht, dass er da mehr Drama einfach macht, ne? Gar nicht so einfach von der 14.800 wegfällt und sich wegdreht. Das hat er wirklich schön gemacht.
Ich selber habe das so gar nicht zum Beispiel getradet, ne, weil ich wirklich damit gerechnet habe, dass der hier noch einfach Unfug macht, ne, dass er die Leute noch ein bisschen trickst und täuscht und in die 15.100, 15.300 da einfach noch ein bisschen oberseitig auch reindrückt. Aber es ist jetzt erstmal so. Und hier ist es halt auch wichtig, dass man sich da jetzt nicht verkämpft und das dann jetzt irgendwie wegredet, nur weil man es verpasst hat. Ne? Also müssen schon versuchen, irgendwie immer neutral zu bleiben in der Analyse. Und im Zweifel jetzt einfach mal so handeln, wie als wären wir seit 14.800 Short halt. Ne? Sonst fällt uns das auf die Füße, wenn wir jetzt handeln wie als muss er noch mal da hoch, weil wir ja nicht drin sind und wären aber gerne drin, ne? Dann würden wir jetzt hier pauschal die ganze Zeit dann long gegen gehen und das hilft uns aber nicht, wenn der Markt dann weiterfällt halt, ne? Sondern hier ist es wirklich jetzt aufmerksam sein und das wäre für mich zum Beispiel so ein Punkt hier, dieses Tief hier, so diese 540, 530, das ist für mich jetzt so ein wichtiger Punkt, wo ich ganz genau hingucken würde, wenn der jetzt in den Rücklauf geht, auch wenn am Freitag in den Rücklauf geht, wie verhält er sich dort? Ne? Drückt er sich nämlich von dort deutlich wieder runter, ist das dann ein guter Punkt, um einfach nochmal ein bisschen auf die Bewegung mit aufzuspringen, dass man dann einfach versucht, Short-Positionen aufzubauen, nochmal rein versucht zu handeln in die 300, 14.300 und dann eben auch tiefer. Oder man probiert hier irgendwie untergeordnete Muster zu finden. Aber ich finde, viel, viel hat er nicht angeboten halt. Ne? Er ist wirklich so still und heimlich einfach abgekleckert. Ja, also ich hab da nichts gehabt, wo ich sagen würde, oh, lecker, da musst du aber jetzt sofort rein. Ne, auch die letzten Punkte hier, so bis 400 vielleicht noch. Aber alles, was dann so unter 400 geht, das wirkt dann auch schon ein bisschen doll ausgereizt. Also, dass ich da gar nicht Lust gehabt hätte, nochmal Short zu suchen. Aber wichtig ist, dass man halt offen bleibt, auf beiden Seiten offen bleibt. Das heißt, auch wenn der Markt hier weiter fällt, sich nicht dessen verschließt, nur wenn man es irgendwie vielleicht verpasst hat oder nicht mitgegangen ist, ne? Wenn der weiter runtergeht, der kann noch genug laufen halt. Ne? Also gerade hier diese nächste Zone da, 14,50, 13,99, das ist nochmal super interessant. Und wenn der dann auch da drunter kommt, ne? Wir haben ja auch noch bei 13,15 so ein ganz großes offenes Gap hier halt. Ne? Also wo waren das gewesen? Hier, guck mal hier, diese Gap-Lücke hier, die ist ja auch noch da. Ne? Das heißt, wenn das hier nicht hält oder hier keine Drehung zustande kommt, ab hier, so die Kante, so unter 13.800, das ist auch nochmal ganz schön flockig dann halt im DAX. Also von 13.800 kann er im Grunde relativ easy auf 12.850. Das sind dann auch nochmal gut 1000 Punkte, die man da in Bewegung hat. Und deswegen würde ich sagen, bleiben wir schön aufmerksam. Beobachten sehr genau, wie der jetzt hier weiter fällt und sich bewegt. Und bleiben einfach gewappnet. Soll der zum Freitag, wie gesagt, jetzt hochdrehen und sich mal ein bisschen von einer positiveren Seite zeigen, ein bisschen grüne Kerzen reindrücken, wäre gar nicht mal so untypisch, weil zum Donnerstag ein bisschen zu einseitig unterwegs war. Das ist für einen Donnerstag nicht ganz so typisch. Donnerstag zeigen eigentlich auf beiden Seiten Action und wenn die nicht kommt, dann kommt die manchmal zum Freitag noch. Na, und deswegen würde ich da ein bisschen vorsichtig sein. Sollte der zum Freitag grün von dem Bereich aus der 300 hier gut hochreagieren. Wie gesagt, wäre so mein Fokus im Bereich um 5,30, 5,40. Ne? Und von dort könnt ihr nochmal deutlich runterdrehen, sollte es drüber schaffen. Dann entspannt sich auch die Situation wieder ein bisschen. Dann würde er wahrscheinlich diese Abwärtsbewegung erstmal brechen und sich dann wieder, ja, alles, was über 14.600 geht, würde wahrscheinlich schon wieder Richtung 14.800 dann gehen. Sodass diejenigen, die hier vielleicht short unterwegs sind, dann halt auch wirklich nochmal umschalten müssten. Na, und dann im Zweifel dann oben raus nochmal eine Bewegung mitnehmen. Na, weil ich sag mal so, wie er jetzt steht, hat er ja hier das letzte markante Tief, hat jetzt hier ein höheres Hoch. Wenn man das mit denen vergleicht, sollte das jetzt hier bloß ein tieferes, also ein höheres Tief, an dem gemessen, ein höheres Tief wären letztendlich. Na, und er wieder weiter steigen, hat er schon oben raus auch noch gewisse Potenziale. Na, deswegen ein bisschen vorsichtig sein, wenn er zum Freitag anfängt, nach oben zu treiben. Ich gebe ihm Platz bis 45, 35. Dann sollte man ganz genau hingucken, wie verhält es sich dort, weil geht er drüber, dann wird er nächste Woche, Anfang nächste Woche auch gut positiv handeln. Ne? Sollte aber unter 300 abtauchen, das haben wir vielleicht noch nicht ausgiebig, doch wir haben es gesagt, ne? Wir haben drüber gesprochen. Sollte unter 300 abtauchen, lass man abtauchen. Dann geht er auf 270, dann geht er auf 200, dann geht er auf die 100, 115 hier, 14.100, 14.115. Also dieses Tief hier links, guckt mal, da geht er dann drauf. Mit Kombination gleitender Durchschnitt grüne Linie hier. Ja, und dann geht es auch noch tiefer auf den Gap Close hier, 13,90. Ja, deswegen würde ich schon fast sagen, aus der Sicht oder aus der Brille, alles unter 13.000, alles unter 14.300 geht eigentlich dann schon Richtung Gap Close hier bei 13.300. Bei 13.990 ist das dann, ja. Gut. Okay, dann schauen wir mal, wie er zum Freitag reinkommt.
300. Ist so ein bisschen Make-or-Break-Marker, ne? Das ist auch, kann super gut erholen jetzt zum Freitag halt, ne? Jetzt 2 Tage hier richtig durchgezogen, kann einen ganzen Tag eigentlich, kann er nach oben zurücklaufen, ne? Und da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man sich da nicht verbohrt. Das wäre für einen Freitag auch nicht so untypisch. Insbesondere wenn der Donnerstag so verlaufen ist. Muss er schon ein bisschen aufpassen. Aber muss gleich von früh an. Man muss direkt verteidigen seine Bastion und sich schön anfangen hochzuschrauben. Es muss nicht dynamisch und schnell sein. Muss bloß grüne Kerzen einfach stellen halt, ne? Aber das würde ich nicht ausschließen. Gut, okay, dann machen wir hier zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.